Dun, 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 dun. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Gustav und ich habe ein geiles Rennen gemacht. In Dark Souls 3 gegen Ryrex. Warum ausgerechnet Dark Souls 3? Wir beide haben sehr wenig Erfahrung in diesem Spiel. Ja, er hat zwar jetzt nicht vor allzu langer Zeit gespielt, aber ich habe es, glaube ich, so zweimal durchgespielt und er einmal. Deswegen gehen wir rein und versuchen rauszufinden, wer am schnellsten bei Pontiff ist. Diesem coolen Helden, der aussieht wie Relana. Mit so einem Feuerschwert und einem Eisschwert oder Magieschwert. Und wer zuerst dort ist und den tötet, der hat gewonnen. Viel Spaß bei dem Ding. Und falls ihr mehr solche Duelle sehen wollt, ey, das würde mich wirklich freuen. Aber die Kommentare. Chat, was denkt ihr, wie lange wir brauchen bis Pontiff? Du musst für Pontiff Gundyr, Crystal Sage, Deacons of the Deep, Abyss Watchers, Volnir und kommt man zu Pontiff. 3 bis 4 ist solid, oder nicht? Wir wollten damit habe ich kein Problem. Ja. Ja. Ihr seid aber auch clueless, wie genau der Weg ist. Ja, ich kenne das Spiel halt nicht. Ich kenne jetzt den Weg bis Abyss Watchers, aber danach. Ich stehe in den Startlöchern, auf dein Yes klicke ich auf Ja. 3, 2, 1, los. Let's go! So, auf wirklich einfach Spaß, Bruder. Ich hoffe, dass wir beide gut durchkommen. Also ja, Crystal Sage muss man töten, habe ich jetzt verstanden. Aber ich muss auch den anderen Typen da töten, ne? Huch, hallo? Dark Souls 3, hallo? Was habe ich hier bekommen? Titanite Shard, hell yeah, man. Direkt am Anfang sowas bekommen, glaube ich, ganz gut. Was kann die Waffe? Warcry. Bro, was? Das ist nicht Warcry. So wenig Schaden. Okay, ich habe anscheinend irgendwas Kleines von ihm getroffen oder so. Ich weiß, dass er mich quasi one-shotten kann, wenn er mich falsch trifft. Ja. Ich will auf jeden Fall die Dinger sparen, wenn ich kann, ne? Wenn ich kann, spare ich die Dinger, ne? Ich hätte jetzt sehr gerne die Waffe von Ward. Das wäre mein Ding, Chat. Darüber würde ich mich freuen. Aber dafür müssen wir natürlich schon noch einiges machen, ne? Hier ist trotzdem erstmal auf Leben, I guess? Oder gehen wir erstmal auf Stärke? Ganz easy einfach auf Stärke gehen, Chat. Alright, also das ist jetzt halt auch anstrengend, was jetzt passieren wird, weil wir wissen ja, wie anstrengend es ist, da durchzukommen. Ich bin sehr gespannt, wie oft wir jetzt auf dem Weg sterben werden. Wäre schon nützlich, Items mitzunehmen. Also wir jetzt nicht einfach nur wirklich nur durchrennen. Vielleicht auch schon mal auch jemanden töten. Nicht springen, dadurch vorbeikommen. Noch sieht's gut aus. Ja, die treffen einfach egal, wann ich springe, gefühlt. Ich war an dir vorbei, was laberst du? Einfach durchrennen erstmal, oder? Wird uns schon langfristig helfen, würde ich schätzen. Kann ich von hier aus runter? Ja, kann ich. Man, jetzt schon einen auf schnell hier, ne? Ember ist auch eine Heilung, oder? Chat für uns. Keine Ahnung, was Green Blossom macht. But we now have it, Chat. Müssen wir da jetzt hin? Wenn der jetzt hin. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das machen muss, was ich gerade tue. Also mit ihr reden. Okay. Aber jetzt ohne Mist. Ich finde, das ist echt ein interessanter Unterschied. Im Gegensatz zu Elden Ring, die Gegner schlagen hier immer so schnell zu, wenn man an denen vorbeirennt. Das ist richtig beeindruckend. Ich glaube, ich habe noch keine Sachen aufgehoben, die mir gerade helfen würden. Was?
Go, Chat. Stabiler Typ macht stabile Sachen, sehe ich auch so. Ich muss jetzt hoffen, dass diese Tür aufgeht, ne? Ich weiß nicht, wann das passiert. Oh, anscheinend sofort. Okay. Weil diese Axt fühlt sich so viel besser an. Das ist crazy, Chat. Wir wollen ja jetzt zu dem Baum durchrennen, ne, Chat? Ach, Fritten, meinst du, das soll ich wirklich machen? Hier ist auch so, ne? Zweihändig ist doppelte Stärke, Chat, oder? Doppelte. 50% mehr Stärke. Ist das wichtig mit dem freien Level? Das macht doch kaum Unterschied, oder? Alot, das brauche ich. Pretty Beacon. 10 Gratis-Level? God damn it. Ich hab Spaß, Chat. Ja, ich versuche die zu blocken. It just doesn't work, ne? Jesus. So, und jetzt? Jetzt ist ein Pfeiler. Soll ich da jetzt hin und mit ihm sprechen oder nicht? Oh, das ist gut. Das können wir auf jeden Fall dann gegen den Baum nutzen, würde ich sagen. So, jetzt wichtig, dass wir das Estus-Ding mitnehmen, ne? So. So, jetzt muss ich halt hier eigentlich in die Richtung vorbeirennen. Ich glaube, ich muss auch hier links rein. Sehr gut. Hier, okay. Jetzt quatsche ich einfach mit dem, oder was? Draw out True Strength Item. Shall we begin? Bearer of the... Und das ist das jedes Mal, wenn ich sterbe, gehe ich zu ihm hin und er gibt mir ein Level. Lag hier irgendwas Wichtiges? Da vorne das, oder? Können wir hier extra in der Tür stehen? Okay, da sind wir schon. So, hier ist die Abkürzung sozusagen, die ich meinte, dass, ob man hier rein kann. Nein, lautet die Antwort. Wo ist Humanity? Hier. Was wir jetzt noch machen, ist... Ist eins davon besser? Wahrscheinlich, ne? Er bringt die alle um, ne? Ja! Let's go! Macht gar keinen Schaden anscheinend. Achso, stimmt. Nee, ich muss die hier noch kaputt machen. Unangenehm mit den anderen hier. Krieg den nicht ausgewichen irgendwie. Okay. Jetzt fallen wir alle runter, oder? Ja. Daran erinnere ich mich. Oh mein Gott, der Schaden. What the fuck? Oh nein, ich kann den Kampf halt jetzt nicht, ne? Ich weiß nicht, was ich tun soll, sozusagen. Ich glaube, man kann die weiße Hand angreifen auch, ne? Oh ja. Ah, ich sehe es gerade. Oh nein, die Animation. Ah! Bitte nicht. Passiert. Keine Ausdauer. Boah, das mit der Ausdauer ist ein Problem gerade bei mir, Chat. Komm nicht an die Eier in der Mitte ran, glaube ich.
die auch Eier dran? Oh! Gar nicht die Animation gesehen, leider. Oh, Chad, wir müssen das schon schaffen. Auch. Let's fucking go! Ja! Oh, das hat sich gut angefühlt. So, jetzt können wir zu Firing schreiten, dann können wir uns jetzt unsere Waffe holen, Chad. Oh, so wichtig gewesen. Ich hatte schon sehr Angst, dass wir das nicht schaffen. Ich kenne die Movesets nicht und das zeigt sich dann schon deutlich, ne? Wenn du die Movesets nicht kennst, dann kassierst du ordentlich. Sehr wichtig, dass wir diese Humanität vorher hatten. Oh. Dieses schnell durchgehen. Oh. Die Waffe will ich haben. Die kostet sogar 0, Chat. Oh, ist das geil. Was haben wir hier noch? Because HP with successive attacks. Nee, das, ich glaube, das Geld ist wichtiger, oder? Ich bin schwergewichtig. Nicht mehr. Glaub, meint ihr, wir werden die irgendwann aufwerten können? Titanite Scale? Ich weiß nicht, wo wir die überhaupt kriegen. Aber ich bin immer noch übergewichtig. Erstmal so. Ich glaube, wir gehen voll unter erstmal auf Health. Und dann müssen wir halt ein paar Sachen jetzt ausziehen erstmal. Mit dem Baumsprung habe ich direkt eine. Oh, dann machen wir das. Links Hallo. Die Treppe hoch. Yo, was geht? Wie geht's dir? Bestens, ich habe meine Waffe jetzt. Ich mag deine Laune, die ist gut. Das gefällt mir nicht so, aber ist gut. Hast du deine Waffe, die du benutzen willst? Mhm. Was benutzt du? Ich benutze wieder das Eisschwert, ich bin Langweiler. Ah, okay. Ich benutze jetzt den Eishammer da. Von dem ersten Boss? Ja, genau. Also hast du schon den ersten Boss? Nee, zwei. Du musst zwei haben, damit du die Waffen aus so einem Ding nehmen kannst. Hast du gerade mal alles genommen? Nein. Ich bin nicht so weit wie du in einer anderen Richtung, weil ich halt jetzt erst was anderes gemacht habe. Aber ich wollte halt unbedingt die Waffe haben. Ich weiß nicht, was er meint, aber er ist doch richtig weit weg, oder? Also er ist doch richtig far ahead, oder nicht, Chat? Was ist das? Ich glaube, er gewinnt gerade. Ich habe gewonnen eigentlich schon, ja. Aber dafür hast du fette Seelen bekommen, wa? Ja, aber ich bin gerade verwirrt. Chat meinte, oben im Fire-Ding gibt's ein Upgrade für meine Waffe, aber ich hab's nicht gefunden. Du musst noch einmal komplett um den Schrein laufen, da wäre ein Lizard. Oh. Okay, ich schau dich nicht weiter. Viel Los! Erfolg. Alright. Ihr dürft nie vergessen, dass Matze ein dreckiger, fieser Lügner ist, Chat. Der Typ ist so einer, der dann so, oh, ich bin noch nicht so weit, sagt und so. Und dann ist er aber halt viel weiter als du. No joke. Also, lass dich nicht von dem verarschen. Ist korrekt? Nice. Zerstört. Matze schon in Farum Azula. So. Ne, von hier aus komme ich da gar nicht hin. Also doch, mit dem großen Umweg da. Ja, das wollte ich. An den Bone Shard. Übel nice, bin tot. Ja, das ist jetzt halt die Waffe, die ich brauche, Chat. Ja. Das Ding macht Damage. Wisst ihr? Das ist halt nämlich der Unterschied zu den Waffen davor. Das Einzige, was an der Waffe unfassbar nervig ist, ist, dass man nichts sieht. Die ist groß und sie hat die ganze Zeit diesen hässlichen Schweif hinter sich. Ja, wir kriegen jetzt mehr Seelen durch den Ring da, den wir gerade bekommen haben, ne? Das ist keiner Big. Ich will auf jeden Fall erst das Ding hier haben, bevor wir weitergehen. Und dann müssen wir runter. Ja, Mats ist halt in die Richtung schon viel weiter. Aber jetzt haben wir halt unsere Waffe. Das macht schon einen Unterschied. Okay, ich habe vergessen, wo lang. Nein, wo, I don't know. I guess I'm right? Yeah, I guess. So, jetzt müsst ihr das Schild anziehen und dann immer noch nicht übergewichtig sein, Chat, ne? Müssen wir halt gucken, wie viel das Schild wiegen, was wir dafür ausziehen müssen. Das war irgendwo hier mittendrin an einem Baum. Da drüben. Zum Glück sind die dumm as fuck, ne? Sind wir zwischendurch gestorben? Soll ich mit dem Typen reden? I'm not sure, ja? Ja, wir sind gestorben. Ich sehe es gerade.
Ich bin ja runtergefallen. Und wenn wir jetzt wieder mit den Typen reden, können wir nochmal ein Level haben? Das ist ja crazy. Nee, geht nicht. Be safe. Macht er das doch nur einmal? So. Das Problem von Stamina werden wir natürlich trotzdem haben. Jo. Ein bisschen besser die Waffe, Chat. Es kann, ne, was das für einen Unterschied macht, Chat. Crazy. Hätte ich bloß die Waffe bei dem Bingo geholt, Chat. Direkt den richtigen gefunden. Und der ist einfach weg. What the fuck ist das denn? Es war nur einer, glaube ich, bisher. Ja, jetzt kommt die Musik. Okay. Da ist der Richtige. Ich sehe leider nicht viel, gerade wegen dem Kamera. Digga, das ist halt echt ein Problem gerade gewesen. Wow, please not. Die Kamera war gerade lächerlich. Schade. Holy shit, ich habe wirklich Probleme, irgendwas zu sehen. Maybe? Nein. Auch nicht. Ui. Ganz hinten natürlich. Der mit Abstand am weitesten weg ist, Chat. Okay, das war's. Let's go. War ein close one irgendwie. Sword of Crystal Sage. Ich würde sehr gerne mehr Stamina haben, Chat. Ich glaube, das würde gerade mehr Sinn machen, wenn du mich fragst. Machen wir. Schild geholt, genau, nicht angezogen, habe ich vergessen. Danke dir. Auch wieder so Kleinigkeiten, die ich gerade vergesse, ne? Aber ich denke, es ist schlau, wenn wir eins am anderen machen. So, Grass Crest Shield nehmen. Müssen wir unter 70 kommen. Ja, perfekt. So. Schneller aufladen, besser. Ich habe leider, wie gesagt, vergessen, woher ich das letzte Mal noch mehr... das brauchen wir gerade nicht. Woher ich das letzte Mal mehr von diesen Bones hatte. Weil ich hatte ja eben einen anderen Bone geholt. Das Ding, ne? Beautiful, Chat. It's a work of art. So, jetzt müssen wir das ja hier aufmachen, ne? Das wird ja schon schwer genug werden. Dahin zuerst. Im Untotendorf findet man einen extra Ring für die Traglast. Das ist nicht ganz so wichtig, oder? Haben wir etwas dafür? Benchless Warcry Perseverance Charge. Ne, leider nicht. Ah, hier. Sagen, irgendwo muss der irgendwann mal hochkommen, ne? Easy Chat. Weil das ist so annoying, hier nicht laufen zu können, Chat. Ich würde halt gerne haben, dass meine Tränke besser heilen, ne? Wer hätte das gedacht? Wait. Pause. Ist das da hinten der Eingang? It is not. Wait, doch, das ist da. Wait, das ist das, wo ich hin will. Ich hoffe, das ist jetzt nicht das, wo ich eben war schon. I'm not sure, Chat. Das ist das, wo ich eben war. Oh, das hier ist eine blöde Kuh, Chat. Oh mein Gott, alle jagen mich! Stop! Let me be! Ich kann nix machen, Bruder! I don't wanna die. Ja, schon ein bisschen tot automatisch, ne? Eine Chance. Da war nicht mal eine Chance gerade. Da sind ja halt alle die hinterher und du bist die ganze Zeit nur am Rumwarten. Jetzt bin ich richtig? No joke auch und so?
Ja, yeah, mein. Bitte nicht. Keine Wombo-Kombo, bitte. Alright, Chat. Nicht geschafft. Also ja, ich könnte noch mehr eine Flaske mehr holen, Chat. Aber ich habe, also ich habe es jetzt nicht geschafft. Also meine Waffe aufzuwerten. Oh! Okay, das will ich jetzt auf jeden Fall dann machen. Dann haben wir jetzt ein Estus, Flask, Vergrößerung und Verbesserung. Damit werde ich eher den nächsten Boss schaffen. Plus 2, Heilung besser. Hell yeah. Ist lustig, dass ich das dann irgendwie jetzt doch zufällig gefunden habe, ne? Einfach nur, weil ich nicht aufhören kann zu looten. Stimmt ja, Chat. Ist, wenn ich hier irgendwie durchlaufe, was Neues da? Lohnt sich das? Einmal durchzulaufen? Heißt Funkeltitanie. Das ist nicht das, was wir brauchen, ne? Oder ist das das, was wir brauchen? Gustav mit... Yo, was geht? Wie geht's? Ich bin jetzt endlich mal beim Bisswatcher angekommen. Okay. Siehst du, ich war halt schon weit hinter dir, weil ich andersrum gelaufen bin. Aber ansonsten, also genau, ich bin noch nicht da reingegangen. Ich hoffe, dass ich nicht komplett auf die Fresse kriege. Ja, ich bin auch beim Abyss-Watcher. Aber so, ich vermute, du hast ihn gerade geschafft, so wie das der Logik nachher. Nein. Ach komm. Nee, ich bin tatsächlich zweimal gestorben und bin richtig extrem sauer. Oh. Demnach, weil ich aber schlecht bin. Weil wir doch relativ unterlevelt sind für den, sage ich. Oder ich weiß gar nicht, unterlevelt? Na, ich, also bei mir ist halt nicht, ich habe mehr vorbereitet, I guess. Ich bin tot. Nein. Mein Schaden ist jetzt okay, ich habe zwar eine +0-Waffe, aber die ist halt schon nice. Aber ja, auch drunter drüber, Bro. Ich bin reingekommen in die Arena und ich wurde erstmal von hinten durch die Wand geschlagen. Oh, ja, hier ist so eine Echse. Die muss ich jetzt töten, ja. Digga, diese Echse überlebt ja alles. Let's go! Ganz am Anfang, Chat, kriege ich das dann da auch? Wir machen es erstmal stärker, Chat. Wir gehen auf das Long Game. Okay, der ist... Ich kann den nicht markieren gerade irgendwie. Weird. Das ist, glaube ich, genauso stark, ne? Aua. Sehr schwer zu sehen, ob der attackiert, wenn du mich fragst. Aufpassen. Ja, haut zu, ne? Ui. Ah, das erwischt mich? Damn, man. Na gut. Ein Titan hat Scale bekommen, okay. Ja, Vorbereitung ist immer das A und O. Ich bin gespannt. Ich glaube schon, ja. Also ich mache jetzt gerade eher Vorbereitung, genau. Ich hoffe, ich kann jetzt sogar meine Waffe aufwerten, Bro. Das wäre krass. Ich bin gespannt, wer sich dann am Ende für den richtigen Weg entschieden hat. Aber das ist, ja. Oh, ich kann meine Waffe +2 machen, Bro. Ich bin einmal reingegangen, jetzt habe ich mir erstmal die Waffe abgegradet. Jetzt haben wir 57 Minuten. Ehrlich, ich finde irgendwie, dass wir voll gut in der Zeit sind. Irgendwas läuft mir noch nach. Weil ich würde... Gerne, weil wir machen ernst, ne? Bam. Das nenne ich eine Helfleiste, Chat. Aua. Belastend. Noch nicht einmal getroffen, Chat. Like, literally, einfach immer alles falsch bisher. Ich schlag immer dann zu, wenn ich nicht zuschlagen sollte. Oh. Oh mein Gott, wenn beide auf einmal kommen, ey. Oh, okay. Manchmal so verwundert, wenn die... Okay, jetzt kämpft der andere mit mir mit, oder was? Ich weiß nicht warum, aber bisher habe ich irgendwie ganz komisch auf die Fresse bekommen. Dafür, dass ich so stark sein will. Also das mit den... Ja, ist krank. Also mein Schaden ist auch krank, aber...
Okay, ja, Moveset, ne? Kenn ich gar nicht. Hups. Haben sich quasi selber umgebracht gerade. So, und jetzt ist halt komisch. Mir wurde ja gerade eben gesagt von Lito, dass ich eher nach hinten ausweichen soll. Ich weiß nicht, ich verstehe gerade irgendwie nicht, wann ich angreifen soll. Anscheinend hätte ich wissen müssen, dass ich da zur Seite weg muss. Digga! Die zweite Phase? Wie soll man die schaffen gerade? I don't know, wann man attackieren soll. Das ergibt irgendwie gerade keinen Sinn für mich. Tot. No, das ist nicht mal close gerade. Weil es hat nichts damit zu tun, dass ich stark nach meinem Angriff bin. Ich habe keine Ahnung, wie ich gerade überleben soll. Ah, bis er das macht, oder was? Boah, Junge. Nein. Ich sehe nichts. Nein, eine Wand. Chat, mein größter Feind. Ist jetzt einfach tot, ne? Ja. Ah, I don't know, man. I don't appreciate. Das mit dem Weglaufen funktioniert, finde ich aber nicht so gut. Okay, das wäre töricht natürlich. I know. Boah, Digga. Einfach, ich konnte nicht ausweichen. Tot. Einfach tot. Boah, ich struggle so hart an dem. Am Abyss Watcher? Aber du machst doch jetzt dann Damage. Ich mach viel Damage, aber ich sterbe einfach in der zweiten Phase. Ich habe keine Ahnung, wie man die spielt. Beziehungsweise, weil wenn ich dann rolle, ich komme nicht weg von seinen Attacken. Ja, ja, das hat mich auch so abgefuckt. Du rollst weg, aber wirst trotzdem gefickt irgendwie. Das ist schwierig. Das du hast auf jeden Fall, dass du das besser verstanden als ich, weil du es ja eben auch schon geschafft hattest. Ja, aber Glück. Ich muss das sagen, also... Ich hab halt das Spiel halt vor... 3 Monaten durchgespielt oder so, deswegen bin ich auch ein bisschen frischer als du im Game. Also ohne es böse zu klingen zu lassen. Deswegen habe ich ja wahrscheinlich ein bisschen scheinbar, mehr Perfekt und alles. Weil ich halt auch ein bisschen mehr Erinnerung habe. Du bist ja auch ein Gamer, ne? Darfst du ja nicht vergessen. Ja, bei mir ist halt so, wenn ich halt einmal, also ich weiß jetzt nicht, wo alle Items sind oder so, aber wenn ich das einmal mir gemerkt habe, wo etwas ist, dann ist es halt easy. Ich finde Abyss Watcher, also der hat mich auch hart abgefuckt. Ich hatte auch eine +2 Waffe. Damn. Ah. Digga, das ist halt, also, das ist wirklich, das Boss-Design technisch gerade so nervig, wenn du egal was du tust, der Boss einfach immer angreift. Oh, ich erkenne diesen fucking Angriff nicht, ne? Gott sei Dank, Mann. Okay, ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll, Chat. Und jetzt? 20.000, ja, ja. Ashen One. Damit kann man ja jetzt tatsächlich ein bisschen leveln, ne? Wenn ich Stärke hochmache, einfach mehr Stärke. Jo, komm, scheiß drauf. Machen wir einfach. Mehr Leben, mehr Gutschein. So sieht's nämlich aus. Ja gut, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass ich nicht mehr weiß, wohin, Chat. Ja, dem fehlt ein Arm. Der Arme. Dem fehlt ein Arm. Der Arme. Ja, ich lauf halt jetzt. Wait. Komm ich nicht von hier? Ich bin eben hochgegangen, um runter zu gehen. Jetzt bin ich hier unten und gehe aus Versehen wieder hoch. Oder was? Bin ich hier richtig? Shit. Oh, das will ich haben. Weiß nicht, ob es wichtig ist, aber ich will es haben. Ich weiß gerade irgendwie nicht, wohin. Wo ist der? Geht's da weiter? Bin ich gerade falsch? Mir schießt halt die ganze Zeit irgendjemand an, deswegen bin ich genervt.
Nee, hier geht's nicht weiter. Fuck, da weiß ich nicht wohin. Es wirkt so, als wenn ich parallel hierzu runter muss. Ach du Scheiße. Ah, hier, genau. Alter, ich bin einfach allem ausgewichen, what the fuck. Hui. Oh Gott. I remember, Chad, I remember. Oh mein Gott. Das ist ja, das ist wirklich ein wahres Labyrinth hier, ne? Wir wissen, was da ist. Karthus Milk. Digga, was passiert hier gerade? What the fuck? Achso, das war bestimmt ein Falle, ne? Warum geht der einfach in die Seite, die ich will? Nein. Ich weiß nicht, ob ich da runter sollte. Oh Gott. Hier wird krass. Ich bin richtig. Ja, ich erinnere mich, wo ich bin. Oh, die shit voll schwer hier gerade, ne? Ach, das mit der einstürzenden Brücke. Ja, daran erinnere ich mich ein bisschen. Digga, ich kann gar nichts machen, ne? Vor allen Dingen in diesen kleinen Räumen mit der Kamera, so ein bisschen Demon's Souls-Style. Tö, sag ich dazu mal. Oh nein, was sehe ich denn da? Fucking Reifentypen. Die könnte ich halt so easy one-shotten, das ist beeindruckend, ne? Digga, diese Ratte mich ja so ab. Holy Sch... Wie kann bitte eine Ratte so annoying sein? Alter, wenn mich das jetzt ausgerechnet jetzt getroffen hätte, ne? Ich sehe nichts. Geh, diese Ratte. Ich kraste gleich komplett aus. Jetzt hör auf, mir nachzulaufen! What the f*** ist das? Ja, ich kann das einfach nicht mehr, ne? Digga, ich kann das wirklich nicht mehr, ne? Diese eine... Digga, Elden Ring dagegen. Du wirst hier ja so verarscht. So, auf der anderen Seite der Brücke die Brücke runterschmeißen. Alter, wie geil das aussieht. Yo. Touch Goblin? Mach einfach. Was soll schon passieren, ne? Ach, der Typ. Ja, okay. Du musst auf die... Upsala. Kann leider nicht sehen, was passiert. So, ne? Okay, Digga, der ist... Ist halt ein Gimmick-Boss, ne? Aber... Der beste Chat. Soll ich zurück teleportiert jetzt? Gehen wir einfach weiter auf Damage. Das macht gar nicht so viel aus, ne? Das ist das Bittere dran. Ich glaube, Endurance wird mir gerade am meisten helfen. Ist das nicht so, dass man bestimmte Items finden muss, um sie ihr zu geben? Oh, ist sie, er ist tot schon, ne? Okay, hat's erledigt. War so froh, dass Elden Ring eingebaut hat, dass man einfach immer durchlaufen kann. Wait, wer ist... Ist das nicht schon quasi der nächste Boss? Kommt der von hinten? Ja. Nein. Okay, also ich rolle mal richtig, aber ich kriege ihn gerade irgendwie dann nicht geschlagen. Das ist offensichtlich kein Boss. Ich denke mal, wir töten den jetzt einfach. Pontiff Right Eye. Vielleicht nutze ich das. Boost Attack as long as attack persists. Also aufeinander folgende Attacken verstärken, ne? Muss ich Dancer dafür machen? Oder kann ich jetzt durchrennen zu Pontiff? Weil ich glaube, Pontiff ist doch der nächste Gegner hier, oder? Nee. Kann ich noch nicht. Those who do not hold the doll. Chat, was muss ich tun? Einfach nur f*** bei dir. Yo! Wie geht's? Ich hoffe gut.
Ich soll jetzt hier irgendwie so eine Puppe besorgen, aber ich habe noch nicht verstanden, wo die sein soll. Bei dir? Also bist du auch bei Pontiff? Also ich bin halt, ich denke, vor seinem Gebiet. Aber ich weiß nicht, wie ich da reinkomme. Okay. Und du? Ich gehe jetzt bei Pontiff rein. Mal schauen, wie die mich fickt. Ich hab einfach eine Vorahnung, dass ich jetzt... Oh, du bist so schnell durchgekommen. GG's, Mann. Der Typ lügt, sage ich. Nö, ach, ich traue ihm das zu. Vor allen Dingen, wenn er wirklich mehr Recollection davon hat, wo genau alles ist, dann wird er ja halt ein besseres Gefühl dafür haben, wann er wohin laufen muss. Wir haben ganz sehr oft immer wieder so ein, zwei Minuten einfach nichts gemacht, weil ich nicht wusste, was ich tun soll und warten musste, bis ihr mich aufklärt, weil ich das Spiel einfach nicht mehr kenne. Aber der Hunde in DS3 oder so sind doch eindeutig schlimmer als in Elden Ring, oder? Das sind ja... Oh, der hat sich einfach durchgeportet. Ich meine, ich habe vergessen, wie man hier weiterkommt. Wieder blattlos, ne? Krank. Ich weiß gar nicht, ob ich... ich muss irgendwo hochgehen, oder? Wie lange bleiben denn diese dreckigen Würmer an mir? Nee, falsch. Nee, anscheinend bin ich hier falsch. Mann, das ist halt auch jetzt so auf Krampf schnell zu erklären wahrscheinlich voll schwer, ne? Was? Jetzt muss ich so weit neu laufen, Chat? Ich glaube, guck mal, warte. Wir gehen hier runter und dann das nächste wieder hoch. So. I think that's it. Aber, was jetzt? Da runter? Soll ich jetzt da runter, Chat? Nach unten? Okay. Oh Gott. Das war tiefer, als ich dachte. Oh Gott, ich bin fast tot. Krass, Mann. Ja, das sind halt jetzt ganz schön viele Minuten, die wir verlieren. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn jemand mehr Ahnung hat, dass das ganz schnell gehen kann. Okay. Digga, könnt ihr aufhören, so zu schreien? Jesus. Bro, weißt du, was mein größtes Problem ist? Dass ich die Spiele miteinander auch verwechsel. Manchmal weiß ich nicht, ob eins DS1 ist, 2, 3, irgendwie alles vermischt sich bei mir im Kopf. Aber es ist halt klar, ich habe es nicht sonderlich oft gespielt. Also einmal. Ah ja. In Ruhe lassen, oder? Ich glaube, das war einer der besten. Talismane, wenn ich mich recht erinnere. Boost Attacks, wenn HP ist voll. Oh, ja. Ich habe nicht aufgepasst. Was ist hier? Ah, da hinten muss ich durch. I remember that. Aber jetzt bin ich schon hier und ich gehe mir das Item holen. Okay, danke für nichts. Hier wäre ich sonst rausgekommen. Wenn ich mich recht erinnere, muss ich dann da hinter ihm hoch, oder? Okay, mir das Problem, dass ich kein Quickstep habe. Ist das... Ich hoffe, das ist korrekt gerade. Da wäre der Boss, ja. Wo... Was soll ich... Ich will ja sicherlich nicht jetzt zum Boss gehen, oder? Wäre es nicht schwer. Oh, das sind diese vielen Männer da, ne? Ja, die sind nicht so schwer. Okay. Ja, ich habe ein paar Tränke weniger auf jeden Fall. Das ist ein bisschen blöd. Nicht einsperren lassen. Yeah. In Bewegung bleiben. So, und immer der leuchtet, der kassiert, ne? Glaube ich. Yeah. Ist das... Oh. Die können halt schon ordentlich krachen. Ups. Das war jetzt aber wenig Schaden. Kommt mir gerade ganz schön langsam vor. Ah?
Ah, zweite Phase, ne? Okay, mal kurz raus. Aber okay, jetzt ist er nur noch eine Person und deswegen nicht so schwer, oder was? Small Doll, okay. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass er das schon alles fertig hat, oder? Wobei, I don't know. Das ist ein krasser Gamer. Okay, Sullivan nimmt mich auseinander. Damn, aber dass du wirklich schon so schnell fertig warst dahin. Damn. Wie sieht's bei dir aus? Also ich habe jetzt endlich die Puppe. Es ist halt so krass, was für einen Vorsprung du hast. Ja, aber ich glaube, du wirst das im Gewinnen, wenn du besser spielst als ich. Das ist halt die Frage, werde ich? Weil bisher, alles, was ich gezeigt habe, war bisher eher nicht besser. Man muss sagen, Matze ist bekannt dafür, ein fieser Lügner zu sein. Warte mal, warum bin ich ein Lügner? Naja, also man darf dir halt nicht trauen bei sowas. Warum? Weil du immer lügst. Das stimmt doch überhaupt nicht. Das Entsetzen in deiner Stimme. Herrlich. Nee, ich habe schon oft genug gegen dich Challenges gemacht, um zu wissen, dass du gerne mal ein bisschen Flug hast. Das stimmt überhaupt nicht. Doch, das stimmt. Das ist doch die Wahrheit. Nein. Einfach nein. Wie ich hier dargestellt werde. Ich einfach durchschaut, nicht. Ne? Das schmeckt nicht, wenn man so durchschaut wird, ne? Hier war doch irgendwo eine Grace Chat. Da ist sie. Oh, ich bin so froh, dass ich mich daran erinnert habe. Na, bitte nicht. Kannst du weggehen? Ja, weiß nicht, was ich sonst machen soll, außer jetzt mal reingehen und probieren, oder? Ich weiß nicht, ob hier lang jetzt schon irgendwie möglich ist. Ich denke schon. Boah, es ist krass, echt einfach jetzt im Kopf zu haben, was jetzt passiert. Aber Pontiff ist böse schwer, ne? Ah ja, stimmt, die Tür kann man öffnen. Oh, wahrscheinlich nur für die andere Seite. Ja, natürlich. Aber keine Ahnung mehr. Ich weiß wirklich gar nicht, wohin. Beim Bonfire wahrscheinlich vorbeigehen, ja? Übrigens keine Chance gehabt, ne? Die hat mich so gerollcatcht und dann kam noch eine Flamme zwischendurch. Was soll ich jetzt tun? Runterrennen, oder? GG's. Digga, es ist crazy, wie schnell du bist. Ich bin immer noch nicht bei dem Typen, ne? Ich weiß halt einfach... Boah. Meine Vermutung eben war, dass du viel genauer wusstest, wo du hinrennst. Ich verlaufe mich die ganze Zeit, ne? Oh, boah, ich... Ist so ein Labyrinth für mich gerade. Huch, ich habe gerade einfach einen unsichtbaren Menschen angegriffen. Bist richtig. Okay, krass. Boah, wirklich, also crazy, wie schnell du bist. Du hast... deinen siebten Try gehabt, während ich noch nicht bei ihm angekommen bin. Ich habe nicht vorher irgendwie schlecht gespielt oder so. Einfach du crazy performt. Also ich sag, mein einziger Vorteil war halt, dass ich halt vor 3 Monaten das Spiel durchgespielt habe und deswegen halt ein bisschen mehr Plan hatte von Road. Ne? Aber ich hatte halt auch, also ich muss sagen, ich hatte halt auch wirklich dieses Schlauchding, wo gehe ich jetzt hin? Achso, ja gut. Und ich hänge natürlich bei dem einen Boss ein bisschen. Du hast alles First Try geschafft, oder was, basically? Also den Abyss-Watcher. Ja. Ja, crazy. Abyss-Watcher. Ich habe den halt ja eben nicht einmal geschafft. Das heißt, ich hätte nicht mal irgendwie ein Gefühl. Ich könnte mir vorstellen, dass ich den jetzt wieder beim ersten Mal schaffen würde, aber vorher habe ich den auf jeden Fall nicht gekonnt. Digga, es ist wirklich, wie weit ist Pontiff bitte noch? Bro, Hunde in diesem Spiel 10 mal schlimmer als in Elden Ring, wirklich. Boah, Dark Souls 1 Hunde immer noch. Dark Souls 1 Hunde sind das Schlimmste, was es gibt. Crazy, wie weit man noch laufen. Ich weiß nicht, ob ich wieder richtig laufe. Du läufst richtig, ja. Einfach den Weg jetzt gerade aus. Oh mein Gott. Crazy, aber jetzt muss ich ja auch irgendwo die Abkürzung öffnen, weil ansonsten werde ich ja verrückt. Nein, stimmt, hier, dann stirbt man immer gerne von den Typen hier, ne? Ja, jetzt halt geradeaus nochmal und dann die Abkürzung machen. Ja, ganz wichtig, ne? Wow. Ja. Also das, also crazy, wie lange man gerade da hinlaufen musste. Ich hatte 10 Flasks plus 2, aber ich musste die auch hardcore ausschöpfen. Wo denn? Digga, weil, siehst du, what the fuck? Du hast 3 Estus-Dinger mehr gefunden als ich. What the fuck? Das ist doch crazy. Okay, Schaden ist ja doch. Mhm. Ich habe 140 gemacht mit dem Schlag, glaube ich. Die Verzögerungen, ey. Über den Backstaben oder so? Okay, kein Schutz. Ja, ich würde hier, also ich werde bestimmt noch voll ewig hängen, aber mal sehen. Alter. Ich weiß, okay. Ah, oh mein Gott, ich erinnere mich jetzt gerade, warum ich den Boss und Dark Souls 3 damals richtig nicht mochte.
Weil, also bei Elden Ring hat er auch, dass er Input speichert, aber das ist bei dem Spiel ja crazy. Das heißt, wenn du rollst und er erwischt dich, dann rollst du einfach, nachdem er dich erwischt hat, einfach los plötzlich. Also dann zu behaupten, dass man den easy schafft, ist so lächerlich. Tot. Ja, tot. Schade. Ein bisschen... Oh Gott, ernsthaft? Ja, keine Ahnung, wann ich angreifen soll. Au! Aufrufe auf Twitch? Okay, warte mal. Kennst du dich aus, wie diese Aufrufe auf Twitch generiert werden? In den VODs? Warte, gleich die Last kämpfen. Ja, bitte. Oh, wow! Echt? Beide gleichzeitig? Shit, ich seh nix. Okay, aber also gemein, wenn der zweite hinter dem echten steht und dann den ersten Angriff versucht. Und du einfach nicht weißt, was passiert. Oh. Oh. Oh, oh, er ist auf. Stark. Oh, der. Ich weiß ganz genau, das letzte Mal, als ich den getötet habe, habe ich gesagt, boah, was für ein geiler Fight, nachdem ich auch länger gestruggelt habe. Krass, Mann. Meint ihr, Chat, dass der Unterschied war, dass ich an Abysswatcher ein bisschen hing oder eher, dass ich nicht wusste, wohin? Nice, hat echt Spaß gemacht. Also sowas, keine Ahnung, es macht einfach Spaß, so Gamer-Duelle zu machen. Wobei es natürlich immer schwer ist, abzuschätzen, wer worin mehr Erfahrung hat. Und dann, das ist halt so richtig perfekt ausgeglichen. Das gibt's nicht. Das ist auch nicht so schlimm.